und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den fünften Teil meiner Nagellack-Sammlungsreihe und ich fange auch direkt an. Und zwar habe ich hier den ersten, das ist von Rival de Loup Young, ein Sandnails-Nagellack mit Sandeffekt. Sehr schön, aber tierisch schwierig wieder von den Fingernägeln zu bekommen. Das ist die Nummer 03 Night Fever. Der sieht so aus. Das ist so ein schwarzer Nagellack mit ganz viel Glitzer. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Vielleicht ein bisschen. Auf jeden Fall ist das ein sehr schöner Nagellack. So, weiter geht's. Auch mit Rival de Loup Young. Hollywood Fever, das war mal eine Limited Edition. Der heißt, Momentchen, 05 Stars and Starlets. Das ist ein Glitzereffekt-Nagellack. Das ist Glitzer und da sind noch Partikelchen drin, so kleine Sterne. Der ist richtig schön. Dann haben wir aus der gleichen Reihe, ne, gar nicht wahr, das sah nur so aus. Dann haben wir auch von Rival de Loup Young, Let It Glow, Startopper. Ja, Startopper, man hört es, Sternenüberlag ist das. Das ist die Nummer 03 Golden Girl. Ein sehr schöner Lack. Das war irgendwann mal eine Limited Edition. Keine Ahnung wann. Davon habe ich allerdings auch noch einen zweiten. In der Farbe 02 Rosy Glow. Der sieht dann so aus. Auch richtig schick. Und es gibt noch einen dritten, aber mir ist gerade aufgefallen, der sieht genauso aus wie der von Hollywood Fever. Ja. Eigentlich sehen die gleich aus. Auch ein Topper mit Glitzer und Sternchen drin. Jetzt mal hier im Vergleich. Das sind eigentlich die gleichen. Zwei verschiedene LEs, aber die gleichen Nagellacke. Na gut, hab sie mir mal gekauft, finde sie auch hübsch und das ist auch die Hauptsache. Weiter geht's. Auch eine Limited Edition von Rival de Loup Young, Light It Up. Das ist die Farbe 02 Holodust. Oh, diesen Nagellack habe ich ja komplett vergessen. Boah, der sieht ja Hammer aus. Schaut mal, das ist so ein Holo-Nagellack in, ja, so in Fliederfarben. Der sieht ja mal richtig Hammer aus. Wow, den muss ich mir mal die Tage lackieren. Dann habe ich hier auch aus einer Limited Edition von Rival de Loup Young Crystal Fusion die Nummer 02 Saphir Quarz. Ein richtig dunkles Blau, was richtig schön am Schimmern ist. Sieht richtig klasse aus. Ja. Weiter geht's. Ich glaube, hier habe ich nur Rossmann-Nagellacke drin und in der nächsten Box auch. Hier haben wir von auch Rival de Loup Glam Sensation die Nummer 03 Glam Medaille. So sieht er aus. Das ist oder war in der Standardtheke Nude Metallic Nail Color. Das ist die Nummer. Steht da gar keine Nummer dran? A02. Sehr hübsch. So, weiter geht's. Mit Glitternägeln. Ich werde das eben mal schütteln, weil der hat sich hier ganz schön abgesetzt. Okay, das ist jetzt Glitternails. Das war auch in der Standardtheke. Ich glaube, mittlerweile gibt es den nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die den nochmal rausgebracht haben im neuen Fläschchen. Der heißt 04 Million Diamonds. Der sieht so aus. Richtig schönes Glitzer. Auch nochmal aus der Glitternails-Reihe. Die Nummer 05 Glitter Sweet Symphony. Der sieht auch. Weil das ist ein Roségold, ne? Also Silber, Roségold. Da gab es bestimmt auch noch Gold. Ich weiß es nicht.
So, hier haben wir nochmal einen Glitzernagellack, auch von einer Limited Edition. Rival de Loup Young, Queen of the Night. Das ist die Nummer 04 Dancing Diva. Ein Bronzeton. Richtig toll. Boah, den muss ich mal eben öffnen und mal gucken. Ja, wow. Schaut euch das an. Richtig schön, die Partikelchen. Gefällt mir richtig gut. So, hier haben wir noch ein Glitzer Nagellack. Glitternail Special Edition. Ja, denke mal, das war auch eine Limited Edition. Der heißt... hat keinen Namen. Steht da nur Glitternail Special Edition. Sieht so aus. Ein richtig schöner Topcoat. Ja, es gibt immer das gewisse etwas, wenn einem die Fingernägel zu langweilig sind, einfach nur lackiert. Also einfarbig lackiert. So, weiter geht's mit den G-Look Nagellacken. Hier habe ich zumindest jetzt einen erwischt in der Farbe 30 Midnight Sun. Richtig schön. Das ist wieder ein älterer, glaube ich. Ja. Weil ich glaube, die G-Looks, die waren vor dem aktuellen Sortiment. Ja. Und davor waren die, glaube ich, hier. Diese ganz normalen Nail Color. Das ist die Nummer 12 Coconut Milk. Einfach nur ein weißer Nagellack. Aber ich glaube, den fand ich nicht so gut. Den fand ich nicht deckend. Nee. Ich glaube, das ist auch kein deckender. So, hier haben wir wieder aus der G-Look Nail Color Reihe die Nummer 16 Shiny Star. Dann hier wieder aus der Nail Color Reihe die Nummer 27 Romantic Cloud. Die sieht ja richtig toll aus. Und jetzt kommen drei Nagellacke, die fand ich richtig schick, als ich die mir damals gekauft hatte. Das ist jetzt auch schon wieder eine gefühlte Ewigkeit her. Ja, wo fangen wir an? Ich habe hier drei von diesen Holo-Nagellacken. Oder, nee, das sind zwei Holo-Nagellacke. Hier ist nochmal so ein Effekt-Nagellack. Die Nummer 21 Too Faced. Der schimmert auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Kamera so rüberkommt. Das ist so... Pink und Gold und der ist sehr schön. Ja. Dann haben wir hier 24 Indian Feeling. Und die Nummer 31 Magic Dream. Entschuldigung. So, ich werde die mal eben einpacken wieder und dann zeige ich euch die Swatches. Man möchte ja auch wissen, wie die einmal lackiert aussehen. Beziehungsweise, das sind ja immer zwei Schichten. Das sind immer zwei Schichten, die ich auf diese Nagel-Tipps, sage ich mal, drauf lackiere, weil ich finde, das ist einfach immer ein schöneres Ergebnis. So, das ist sind die Swatches dazu. Das sind die ganzen Swatches mit den Sternen. Ja, finde ich richtig toll. Ja, den fand ich hier so schön. Den da. Ja, toll. Und immer wieder schön zu sehen, wenn ich wieder ein neues Nagellack-Video drehe, was für schöne Nagellacke ich eigentlich habe. Ne? Und ich bin noch lange nicht fertig. Ja, hier ist dieser Sandeffekt-Nagellack. Ja, wobei, wenn man da Klarlack drüber macht, einen Topcoat, dann hat man diesen Effekt hier auch nicht mehr. Ne? Dann ja, kann man sich halt aussuchen. So, und weiter geht's. Fangen wir weiter an mit der 12. Box.
Und hier sind einmal Neon Explosion Nagellacke. Das war eine Limited Edition gewesen. So, also hier habe ich Nagellacke. Ich glaube, das war auch mal eine Limited Edition gewesen von Rival de Loubian. Neon Explosion. Da gab es einige. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir alle gekauft habe. Das ist jetzt die Nummer 7 Deep Ocean. Das ist ein richtig knalleblau. Und darunter am besten immer einen weißen Untergrund, Unterlack. Dann kommt die Farbe richtig gut zur Geltung. Hier haben wir die Nummer 05 Radioactive. Die Nummer 04 Happy Days. '06 Coral Reef. Ich habe die jetzt nicht nach Zahlen sortiert. Ich denke mal, das ist jetzt nicht nötig gewesen, oder? Und dann die 01 Sunnyside. So, dann habe ich hier das eigentlich noch relativ neu von Rival Loves Me Neon Vegan Softies. Das ist die Nummer 08 Lollipop. Ein sehr schöner fliederfarbener Ton. Der hatte mir sehr gefallen, aber ich glaube, ich hatte mir noch ein, zwei Nagellacke geholt. Die hatte ich dann aber in einer anderen Box dann einsortiert, weil ich die ja schon hier fertig hatte. Ja, da sortiere ich dann nicht nochmal um, das ist ja Quatsch. So, weiter geht's. Und hier habe ich nochmal einen Nagellack von Rival de Loubian, Little Fairy Tale. Das ist ein sehr schöner Nagellack. Da habe ich mir sogar nochmal ein Backup von geholt damals, weil ich die so schön fand in der Farbe Mystic Rose. Das ist eine richtig knalle Farbe, finde ich, für den Herbst richtig toll. Ja, das finde ich richtig schön. Ach, ich sehe gerade, hier ist noch ein Neon. Neon Explosive Nagellack in der Nummer 02 Blazing Fire. Den habe ich übersehen. Dann ist hier nochmal eine Limited Edition Rival de Loubian Hollywood Fever in der Nummer 01 Glitz and Glamour. Der sieht auch gut aus. So ein Anthrazit, fast schwarz und der schimmert richtig schön. So. Was haben wir hier? I love Unicorns. Ja, das war auch eine sehr schöne Limited Edition. Der Nagellack heißt hier 01 So Fluffy. Das ist einfach ein Topcoat. Hier ist die 02 Rainbow Drops. Das ist auch von der I Love Unicorns Reihe. Die musste ich ja damals unbedingt haben, ne? Aber manchmal mag ich so eine kitschigen Sachen. Ich weiß auch nicht. Ist halt so, ne? So, hier haben wir nochmal aus der Hollywood Fever Reihe die 03 Walk of Fame. Nee, Walk of Fawn. Champagner glitzert, na, nicht Glitzer. Ist das Holo? Könnte auch Holo sein. So ein bisschen. Der gefällt mir richtig gut. Dann von Rival. Egal, Rival halt. Ist ja wurscht. Rival de Loubian Spirit of India. An diese Limited Edition kann ich mich gar nicht erinnern. Das muss ja schon ewig her sein. Das ist die Nummer 03 Good Karma. Fläschchen sieht auf jeden Fall schön aus hier oben. Ja, toll. Ich weiß gar nicht, ob es da noch andere Farben von gab. Müsste ich mal googeln. Dann haben wir hier auch eine Limited Edition. Take Care of Yourself. Das ist auch noch nicht so lange her. Das ist ein ganz helles, fliederfarbener Nagellack. Und ganz, ganz wenige Glitzerpartikel drin. Aber wenn man den lackiert hat, dann sieht man die Glitzerpartikel gar nicht, was ich sehr schade finde. Hier ist auch nochmal eine Limited Edition Ready for the Thrill. Der sieht auch hammer aus, so metallisch. Richtig krass. Also ich glaube, da haben sich doch noch manchmal ein paar neue eingeschmuggelt. Hier haben wir die Nummer 06. Aus der Effekt and Shine Reihe. Ich glaube, den hatte ich mal in irgendeiner Box drin. Ach ja, genau. Genauso wie den hier.
Rival de la Loop aus der Matt-Reihe, die Nummer 11. Der sieht so aus. So, die zwei, die ich jetzt zeige, die gibt es auf jeden Fall noch. Das ist auch von Rival de la Loop, French Nude, die Nummer 05. Die gibt es noch. Und aus der gleichen Reihe French Nude die Nummer 04. So, und den ich jetzt zeige, den gibt es auch noch. Das ist aus der HD Gels On The Go Reihe. 45 Sekunden. Also, ja, der trocknet schon recht schnell. Das ist die Nummer 02 Coconut Milk. Oh, da hatte ich doch gerade noch die andere Variante, die alte, ne? Wobei ich jetzt finde, dass die neuere Variante auf jeden Fall deckender ist. Aber das ist kein schönes Reinweiß, sondern so ein schmieriges Weiß irgendwie. Sieht so aus. Ja. Jetzt zeige ich euch noch die Swatches und dann habe ich doch tatsächlich den fünften Teil auch schon fertig. Ja, sehr schöne Swatches und sehr schöne Farben. Guckt mal hier die Neonlacke. Krass. Und da ist noch kein weißer Untergrund drauf lackiert worden. Und trotzdem sind die so extremst am Leuchten. Ich weiß nicht, ob das so gut in der Kamera rüberkommt, aber finde ich schon heftig. Hier, der ist auch schön. Ich glaube, war das der, wo ich sagte, dass das nicht glitzert? Ich glaube, ja. Ja. Die sind so schön. Und das ist hier auch einer meiner liebsten Nagellacke hier, wo ich sagte, hier kann man sehr gut für den Herbst verwenden. Das ist, wo ist er jetzt? Ja, der hier ist das. Der ist so schön. Ja, das sind die zwei Topcoats. Jo, das war's. So, da sind wir schon wieder durch. Ich hoffe, euch hat mein Teil 5 gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Gebt mir einfach einen Daumen nach oben, da würde ich mich so drüber freuen. Und wenn nicht, seid einfach wieder beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss.